Grüezi miteinander, herzlich willkommen hier zu Rainis Zeitgedanken an diesem besonderen Samstag, nämlich dem Epiphanias-Tag, der 6. Januar 2024. Ich erlaube mir, zu diesem besonderen Tag die Losung und den Lehrtext nicht einzublenden, sondern ein paar Gedanken über diesen Feiertag zu bringen, denn für viele ist dieser Feiertag nicht ganz verständlich. Sie haben auch ihre Fragen an die Bräuche. Ja, wir wissen, dass gerade in den katholischen Gebieten die Sternsinger durch die Lande ziehen und dann natürlich die Haustür mit dem Segen versehen, also das Haus. Und wir wissen ja, dass es auch der Dreikönigstag ist. Viele werden diese drei Buchstaben von Kaspar, Melchior und Balthasar am Haus finden. Es heißt aber, das sind nicht die Buchstaben der drei Könige, sondern es ist ja die lateinische Abkürzung für die Übersetzung Christus segne dieses Haus, Christus mansionem benedicat. Das heißt also, es wird Segen ausgeteilt an diesem Tag. Es wird auf Christus hingewiesen und Epiphania kommt ja von Epiphania, und dieses Wort heißt so viel wie Erscheinung des Herrn. Es ist eigentlich der Tag, den wir feierlich begehen. Und dieser Tag ist ja erst spät zum Feiertag geworden, ganz am Anfang gab es den nicht, und es ist auch in der Bibel Verschiedenes, was darauf hinweist, auf diesen Feiertag. Nämlich eigentlich vier Ereignisse, und die wenigsten von uns wissen, dass diese vier Ereignisse für die Erscheinung des Herrn von Wichtigkeit sind. Da ist zum ersten Mal, dass natürlich die Könige niederknien, die drei Weisen aus dem Morgenland vor dem Christuskind. Ein Bild dafür, dass die Weltreiche, dass die politisch Obrigen sich vor diesem König neigen, verneigen, neigen müssen. Und wenn wir das betrachten, alle Herrscher der Politik und der verschiedenen Länder, die sich diesem Herrscher nicht gebeugt haben, die haben nicht gerade so viel Segen über die Menschheit gebracht, denn es gilt letztlich nur diesem einen König zu huldigen, dem Retter, nämlich Jesus Christus selbst. Und jetzt könnten wir uns fragen, wie kommen wir darauf, dass gerade diesem Christuskind gehuldigt werden musste? Da kommt das zweite Bild an diesem Epiphanias-Tag zum Tragen, nämlich die Taufe Jesu durch Johannes im Jordan. Schon sehr, sehr zeitig gibt es bildliche Darstellungen darüber, wie Johannes Jesus taufte und wie Jesus bei geöffnetem Himmel die Taube herabschweben sieht und dann aus dem Wasser kommt und damit die Beauftragung Gottes selbst bekommen hat, in dieser Welt unterwegs zu sein. Mit diesem Moment haben wir also gewusst, oder die Menschheit gewusst, hier ist nicht nur ein Mensch unterwegs, sondern hier ist Gott selbst am Werke. Er beauftragt diesen Jesus Christus, sein Werk hier auf dieser Welt allen Menschen zu proklamieren, zu verkündigen. Und wir wissen, dass mit der Taufe dann auch sein Wirken begonnen hat. Er hat ja dann geheilt und vieles mehr, aber wichtig, da kommen noch zwei ganz große Ereignisse für das Epiphaniasfest mit hinzu, und zwar das eine ist die Hochzeit zu Kana, und da werden wir uns erinnern, da wird Wasser zu Wein. Und wenn wir uns diese Geschichte genau angucken und den Gebrauch in der Kunst und in der Geschichte, dann entdecken wir, dass diese Hochzeit zu Kana viel, viel mehr uns erzählen möchte, als dass Jesus da nur ein Weinwunder vollzogen hat und etwas getan hat, damit die Menschen auf ihn aufmerksam werden. Nein, dieses Wunder weist, wie das darauffolgende, was ich auch gleich noch bringe, natürlich auf eine ganz andere Zeremonie, auf einen ganz anderen Inhalt, nämlich auch auf das Abendmahl. Der Wein, ein Zeichen dafür, dass dann in der Eucharistie beim Abendmahl eine ganz große Rolle spielt, und diese Vermehrung des Weines kann auch darauf hindeuten, dass eben zu diesem Mahl viel Wein und dann auch das zweite Element, das Brot, gebraucht wird. Und da sind wir beim vierten Bild, was beim Epiphaniasfest eine Rolle spielt, nämlich
die Speisung der 5000. Und da ist ja die wundersame Brotvermehrung zum Inhalt genommen. Und das heißt, diese beiden Elemente, Brot und Wein, spielen dann für die Christenheit eine ganz große Rolle. Nämlich, es heißt ja, bis dass er wiederkommt, sollen wir dieses Mahl feiern. Und was in diesem Mahl passiert, ist für uns von elementarer Bedeutung. In diesem Mahl werden nämlich unsere Vergehen weggewischt, vergeben, die Sünden vergeben. Das heißt, der Neuanfang kann in diesem Mahl proklamiert werden. Deshalb gehört es zu diesem Mahl, dass wir tatsächlich die Beichte vorneweg sprechen, das große Beichtgebet, und dann das Abendmahl feiern, indem wir dann versöhnt werden mit Gott. Und da spielen beide Elemente eine große Rolle, das Blut und das Brot. Das Blut als Zeichen dafür, dass Jesus Christus gestorben ist, für uns sein Blut vergossen hat, und aber auch als Zeichen dafür, dass auch natürlich der Wein als ein Zeichen der Freude steht. Und da spielt natürlich die Hochzeit zu Kana wieder mit hinein. Und das Brot, auch elementar, ein Zeichen, das auf Jesus hinweist, dass sein Leib zerbrochen ist und das Brot auch gleichzeitig Grundnahrungsmittel für uns ist. Das heißt also, durch Jesus Christus werden wir nicht nur zu einem Neuanfang geführt, sondern wir werden letztlich auch darauf hingewiesen, dass nur mit ihm, wer in Jesus Christus ist, wer sich von seinem Geist leiten und führen lässt, dass er Freude und Lebensgrundlage gesichert hat. Wir könnten jetzt noch sehr, sehr viel mehr dazu bringen von diesen vier Bildern, und wir könnten auch sagen, ja, wieso ist die Taufe denn so wichtig? Die Taufe ist deshalb wichtig, dass wir ganz klar sehen, hier ist kein Mensch am Wirken, sondern hier wirkt Gott. Und die Anbetung, noch einmal auf das erste Bild zu kommen, der drei Könige, die ja eigentlich, sei es dahingestellt, ob sie es wirklich waren oder ob das nur Weisen waren, wir wissen, da gibt es auch große Diskussionen, dass damit symbolisch gezeigt wird, die ganze Welt wird sich vor diesem Schöpfer verneigen müssen, und nur wenn man sich ihm verneigt, wird Leben gelingen. Und in diesen vier Bildern des Epiphaniasfestes haben wir eigentlich alles, was wir brauchen für unseren Glauben, für unseren Weg in die Zukunft. Nämlich einmal, dass es sich nicht um einen Menschen handelte, Jesus Christus, der da irgendwo durch die Lande gezogen ist, sondern dass Gott in diese Menschen gewirkt hat und dass wir tatsächlich diese Geschichte anders betrachten müssen als irgendwelche Geschichten, die wir uns weitererzählen. Gottes Handeln hat damit in der Welt begonnen. Und dann kommen die drei anderen großen Bilder, dass man sich ihm neigt, dass man sich ihm unterordnet, dass man seine Botschaft lebt und annimmt. Und dann wird man natürlich auch erinnert, dass man einen Neuanfang notwendig hat, weil vieles im Leben aus eigener Kraft nicht gelingt. Und deshalb gibt es dieses Abendmahl, da kommen wir zur Beichte und zur Vergebung der Sünden. Und dann haben wir in den Elementen nicht nur den Hinweis auf Jesus Christus selbst, dass er am Kreuz gestorben ist, sondern auch den Hinweis, dass er Freude und Lebensgrundlage für uns ein Leben lang bereitstellt. Er wird dafür sorgen, dass wir keinen Mangel haben. Epiphaniasfest von Epiphania, also ein wirklich großes Fest, was man vielleicht zu schwach beleuchtet. Wir wissen, dass es in der östlichen Kirche ja als das Weihnachtsfest gefeiert wird. Ich denke, die Erscheinung des Herrn ist ein so wichtiger Tag für alle Christen, dass wir uns mit diesen vier Bildern doch die eigentliche Botschaft ganz kurzerhand erklären können. Und wir bekommen sie nicht nur erklärt, sondern sie erinnert uns auch daran, was für uns wichtig ist, nämlich auf den Herrn zu warten, dabei immer wieder auch das Abendmahl zu feiern und natürlich sich stärken zu lassen, einen Neuanfang schenken zu lassen, zu wissen, woher dieses alles kommt, nämlich nicht aus Menschenhand, sondern von Gott selbst. Ich wünsche uns damit einen wundervollen Epiphanias-Tag. Ich hoffe, dass Sie noch ein letztes Mal vielleicht den Weihnachtsbaum, besser gesagt die Kerzen anzünden und an diesen Inhalt denken. Die Straße des Lebens komme uns entgegen, der Wind stärke uns den Rücken, der Regen falle sanft auf unsere Köpfe, die Sonne scheine warm in unser Gesicht, die Glut in unserem Herzen verlösche niemals. Bleiben wir geborgen
in der tiefen und gnädigen Hand Gottes von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Ja, ich möchte an dieser Stelle ganz kurz danken, wieder für die Kommentare, aber auch für einen wundervollen Brief aus Herisau. Derjenige oder diejenige wird wissen, wen ich meine. Ich werde auch noch mich melden. Und für alle Unterstützung, die uns von verschiedener Seite zukommt, dass wir unsere Hoffnung nicht verlieren, sondern dass wir unsere Arbeit tun können. Ich bedanke mich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, möchte ich sagen, denn in diesem Namen tue ich diese Dienste und deshalb herzlichen Dank, dass wir das alles erfahren dürfen und dass natürlich auch immer mehr Menschen in dieser Zeit, die sehr bewegt ist, auch zum Epiphaniastag, wir sehen es, was alles in der USA geschieht. Ich kann das jetzt hier nicht alles aufzählen. Es wird jedenfalls ein hochstürmischer Januar werden, was für Dinge alles auch leider über den Vatikan nach draußen dringen. Das heißt, wenn man da Näheres wissen will, auf meinem anderen Kanal ist das verlinkt. Ich wünsche alles Gute trotzdem. Bleiben Sie mit dem Segen Gottes behütet und in dem Sinn wünsche ich Ihnen, bleiben Sie gesund, wären Sie gesund und lassen Sie Gott über sich wachen. Und wenn Sie mögen, schalten Sie morgen wieder rein, wenn ich Gedanken zum Predigtext bringe. Auf Wiederloge, Ihr Reini aus Appenzell Innerrhoden. Geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpft für Gott und für euch. Lange ist's her, da doch Frieden war und diese Welt wirklich Leben gebar. Keiner von uns weiß, wann's je begann mit dieser Macht und dem Zwang. Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein, kämpft für Gott und für euch. War es der Schritt aus dem Paradies oder der Wahn von den Freimaurern einst? War es die Gier nach Reichtum und Macht? War es der Teufel in Macht? Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpft für Gott und für euch. Egal wer uns auch die Freiheit nimmt, wir sind bestimmt, wir sind Gott. Des Kind, darum so fürchten wir keine Macht, auch nicht den Teufel in Tracht. Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpft für Gott und für euch.